schwierige Frage. Darf man so drehen? So voll an Sachen. Ich habe das Gefühl, hier bei uns im Hinterland bin ich mit der FDP näher bei den Leuten als Tanja mit der SP. Schlussendlich sind wir in einer anderen Region daheim. Wir haben auch andere Themen, die uns beschäftigen und dementsprechend auch ein anderes Zielpublikum. Aber ich glaube, der Anspruch, dass wir näher bei den Leuten sind, den haben wir nicht gewählt. Also ich kann nicht das. Ja, da würde ich auf Tanja tippen. Hey, ich weiß wie nicht. Ich habe das Gefühl, sie hat manchmal mehr das Bedürfnis, noch etwas im Fokus zu stehen als ich selber. Ich glaube, schwierig zu sagen. Genau, sowohl als auch. Ja, ich glaube, da würde ich auf Tanja wetten. Ja, also in der Politik ist ja sehr wenig planbar. Sie ist noch etwas jünger und ist schon sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Es ist viel Zufall, ob wir jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und ob das überhaupt wirklich mein Ziel ist, mal so weit zu kommen, das weiss ich nicht. Ich würde es auf jeden Fall Tanja gönnen, wenn sie es eigentlich so weit schafft. Aber es braucht auch mehr Frauen in der Politik, darum bin ich mal selbstbewusst und einfach. Und auch wenn sie nicht meine Partei hat, wäre es für unsere Region natürlich cool, wieder eine Bundesrätin oder Bundesrat zu haben.